So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K15, meine Karriere. Ich habe ein bisschen weiter vorgespult, beziehungsweise ein paar schöne Matches umstritten. Ich habe zwischendurch die World Heavyweight Championship verloren, weil ich auf Match beenden gegangen bin, anstatt ein Match wirklich zu bestreiten. Aber jetzt bin ich in der Fehde drin mit John Cena und ich konnte mir zwischendurch aussuchen, wie dieses Match vonstatten gehen soll. Was für eine Art Match das sein soll. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Last Man Standing Matches einfach Liebe, wirklich, ich liebe sie. Und deswegen haben wir jetzt die Chance auf die WWE World Heavyweight Championship von Cena. Cena, die er bei Night of Champions gewonnen hat, hier im Jahre 2023. Und ich bin gespannt, was das für ein Match sein wird. Also wir gehen jetzt auf na, Charakter, ich kann ja nochmal kurz, Titelgürtel nicht mehr da. Bisschen wütend sind wir schon, Ultra hier sind wir. Mach auf X und dann geht's los und zwar ein weiteres Last Man Standing Match hier im Let's Play, ich bin mir nicht ganz sicher. So, also zum Match. So. Entrances habe ich jetzt eingemacht, ne? Müsste hinhauen. Hier diesen wunderschönen Montag zur Ausgabe 162. Ein Last Man Standing Match. Ein Last Man Standing Match. So, gucken wir mal. Warten wir auf den Entrance vom guten Tim Wiese und eventuell werden wir dann wieder WWE World Heavyweight Champion oder vielleicht auch nicht. So, Tim Wiese kommt zum Ring. In Miami, Florida befinden wir uns beim Pay-Per-View Hell in a Cell. Hätte noch die Wahl gehabt zwischen Cage Match, Tables Match und irgendwas noch. Ich glaube TLC noch. Oh ja. Achso, nur WWE Championship, ja. Ja. Tim Wiese kommt zum Ring und jetzt warten wir auf den Chain Gang Commander. John Cena! John Cena sucks! Ne? Euer Johnny Rinton. Habt ihr mitbekommen? Wir warten noch auf die Introduction kurz. So, weil ihr nicht mitbekommen habt, kennt ihr die Seite kayfabenews.com? Kayfabenews.com ist eine Satire-Wrestling-Nachrichtenseite. Satire, Freunde, Satire. Und die haben einfach mal ein Thumbnail genommen von einer meiner, oder von meiner einzigen NXT-Review, die ich hier gemacht habe. Und haben aus mir den guten Johnny Rinton gemacht und mich als jemand dargestellt, der alles lobt, was bei NXT passiert, alles sonstige schlecht findet. Hab mich sehr darüber amüsiert, hab mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Fand ich super, könnt ihr euch mal angucken. Wenn nicht, können die Leute das ja nochmal kurz in die Kommentaren verlinken. Das, was da vorgefallen ist. Ich fand das super. So. Ein weiteres WWE World Heavyweight Championship Match steht an. Cena, unser, weiß ich nicht, ein Gegner, dem wir schon sehr oft hier begegnet sind. In diesem Let's Play. Oh, wir machen 10 Anzeige, Einhilfe, Reveal aus, so. Und dann geht's los. So, John Cena. So, den machen wir jetzt fertig, oder was, Freunde? ich wollte die Konter-Anzeige ausmachen, ne? Habe ich doch aus... Achso, Logo, das war... So, hier. So, mal. Okay. Chain Gang. Jetzt sind wir schon dabei wieder. Chain Grappling. Alles klar. Der macht mich fertig, ich sag's euch, Freunde. Der macht mich fertig in dieser Episode. So. Und dann. Bam! Gut. Bis jetzt läuft noch alles ganz gut, ne? Zack. Einfach mal der Drop tot in eine Seile. Ich hätte auch so sein können, dass wir einfach mal Darren 619 machen können. Aber das haben wir leider nicht im Moveset mit integriert. So, nochmal kurz Dreieck. Waistlock. Jawohl. Down geht er. So. Also Last Man Standing Match sollte klar sein, wir müssen den Gegner so weit auf den Boden hauen und so lange auf den Boden halten, bis er den 10 Count nicht beantworten kann mit einem Aufstehen. Ja, so habe ich es glaube ich gut erklärt, ich bin mir nicht ganz sicher. So, und ich kann Waffen benutzen, das ist komplett richtig. So, was fragt hier gerade einer? So, Neckbreaker,
Jetzt werde ich schon angezählt, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Nee. Man darf am besten überhaupt nicht liegen in diesem Match. Vor allem, wenn man die Pin-Basis so gut kann. Das muss man sagen. So, jetzt liege ich wieder auf dem Boden und darf jetzt wieder den Ten-Count beantworten, ja? Wenn Cena uns nicht aufhebt. Okay, der macht eine Aktion an uns. Sobald er nämlich eine Aktion an uns machen, wird der Count unterbrochen. Das ist sehr nett von ihm, dass er hier nicht irgendwie uns liegen lässt. Uns verrotten lässt sozusagen, ja, ja. So. Zack. Belly to belly. Jetzt, der macht mich richtig fertig, ne? Oh Gott, ey. Jetzt, das kann ich dein Ernst sein. Alter. Nein. Nein. Alter. Gut. Ich habe jetzt schon wieder genug von Last Man Standing Matches. Aber, was will man machen, ne? So, einmal bitte in die Seile. Ich komme dir entgegen. Bap. So, guck mal, ist er. Gelb am Schädel. Bap. Und dann. Eigentlich müssen wir mal ein paar Objekte hier reinbringen, ne? Wäre eigentlich so ganz ratsam. Jetzt wird er nämlich, glaube ich, auch schon angezählt, ne? Gucken wir mal, ob wir Spielzeuge und so parat stehen. Eine Leiter ist immer gut. Leiter ist wirklich immer gut. Hörst du mal auf, Cena? Hörst du mal auf? So. Bam! So, ja, wollen wir. Ja, wir bleiben draußen ein bisschen, ne? Oder. Wie machen wir denn am besten? Gehen wir doch mal zum Kommentatorenpult hin. Bin gespannt. So kann ich das Ding da hinlegen und dann da rauflaufen. Na! Ich glaube, das wird der Gehirnerschütterung. ich glaube, das wird der Gehirner. Na, Alter, das ist nicht. Gut, bevor er anfangen konnte. So wollte ich es haben. Das ist. Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr dieses olle Match bestreiten. Oh, das wird schon wieder ein bisschen schwerer. Das wird wirklich schon wieder ein bisschen schwerer. Jetzt bin ich schon wieder unter Druck, ne? Bin schon wieder so unter Druck. Wo ist er? Gut. Cena, ey. Kann er mich nicht mal in Ruhe lassen, ey? Der hat schon wieder fast einen Signature-Move. Fast einen Signature-Move. Hier. Zack. Action! Boom! Gibt es nicht. Kann er auch mal anders als mich aufregen die ganze Zeit? Boom. So, hier, pass auf. Alter, wie schnell steht der denn auf der Bengel? Steht mir viel zu schnell auf. So, hier, komm. Was will er denn jetzt machen? Nein. Bam. So, Lariat. Boom. Jawohl. Die gute alte Rasenmäher Lariat. Warte mal. Kann ich mir das nicht irgendwie so hinstellen, dass ich von dem Tisch da unten darauf laufe und dann klappt das irgendwie? Hm. Ich hab noch nicht genug, ich will ihn noch fertig machen. Jawohl. Jawohl. Immer drauf. Immer drauf. So, jetzt kann er auch langsam wieder aufstehen, ne? Der soll jetzt noch nicht sich irgendwie besiegen lassen. Das wäre ein bisschen doof. Na, komm her. Komm her, Cena. Komm her. Schwer Tackle. Vielleicht soll ich nicht die ganze Zeit. Na, Alter. Ist auch ein bisschen assi, ne? Ist schon ein bisschen assi. Na, komm her, Cena. Komm her. Er hat auch einen Signature-Move, ne? So, muss natürlich aufpassen, dass der. In die ganze Zeit kontern. Jetzt geht er wieder rein, oder was? Hier geht doch wenigstens hoch. Oh, guck mal. Direkt beim nach dem One-Count oder vor dem One-Count. Hier, komm wieder her. Hier. Ne, pack dir doch mal seine Beine. Der hat noch sein Sing-Tool. Da muss ich aufpassen, dass ich unbedingt den Kontern bekomme. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Mm, aber nicht. Was will er jetzt machen? Was will er jetzt machen? Okay. Können jetzt OMG machen. Ich möchte mal probieren. Kann ich da ein bisschen noch liegen? Da ein bisschen da sich anlehnen, wollte ich sagen. Oh, German Suplex, die mag er doch. Die mag er doch sehr gerne. Warte mal. Kann ich. Warte, ich habe eine schöne Idee. Ich stehe schon wieder auf, ne? Der sagt der. So, jetzt gucken wir mal. Oh oh. Oh oh. Na, mal sehen, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Und spring! Ah! Immer schön auf die Fresse. Und Cena steht instant wieder auf. Das ist auch ein bisschen doof, ne? Nee. Wir brauchen noch ein paar mehr Waffen. Aber wirklich brauchen wir noch ein paar mehr Waffen.
So. Tisch ist gut. Tisch ist immer gut. Wenn die zerbrechen, dann freuen sich auch meine Leute. Würde ich einfach mal behaupten. Und wieder rennen. Wieder rennen. Hier, komm rein. Komm rein. So. Zack. Das ist ja schon wieder Signature Move, oder was? Ich bin auf dem Weg, hier irgendwas zu machen. Mal sehen, ob er lange genug liegen bleibt. Ich zweifle irgendwie. Was? Gucken wir mal. Kann ich jetzt auf ihn runterspringen? Ich glaube, wir sind kurz liegen geblieben oder kurz stehen geblieben in der Luft. Kann das sein? Ist das möglich? Nein, ich wollte den Tisch aufheben. So, komisch, dass ich auch nicht angezählt wurde. Nein. Ja, auf mit der Kacke. Was soll das hier werden? So, pass auf. Machen wir jetzt. Guten alten Puntkick. Den Abstoß. Buff. So, jetzt ist er rot. Ich kann nicht noch. Ich will ihn so fertig machen, ne? Den neuen Cena. Ich will ihn so fertig machen. Pass auf. Pass auf. So. Ey! Boom! Es wär, werden wir jetzt beide angezählt? Oder was? Nein. Guck mal, er steht direkt wieder auf. Das ist ja wohl nicht sein Ernst, oder was? Das kann ja wohl nicht ganz sein Ernst sein. Warte! Nein! Oh, nö! Oh, nö! Oh. So, da soll ich jetzt rauskommen, ja? Gucken wir mal. Da gucke ich jetzt mal. Ob ich da rauskomme. Ich würde doch gerne noch aufstehen. Das darf doch nicht zu Ende sein. Ich möchte ihn noch ein bisschen quälen. Six ist schon. Nein! Ja! Geschafft! Und Cena auch noch mit dem Comeback am Start. Komm. Ach, nee, ey. Nicht machen. Und auch noch. Oh. Das war bestimmt getan. Nee, jetzt. Aber nicht danach. Jetzt nicht wieder erzählen. Alter. Oh, guck mal. Nach dem One-Count. Boah, Alter, ne? Ist ja schon ein bisschen spannend hier. So, hier. Jetzt geht das auch noch. Auf die Ringtreppe rauf. Auf die Ringtreppe. Ey, was geht denn ab mit mir? Was geht denn ab mit mir? Ich weiß es gar nicht. Hör auf jetzt hier mit der Scheiße. Kann ich nochmal einen Finisher hier? Warte mal, kann ich hier noch einen Finisher hier drauf? Ich möchte gerne AA auf die Leiter zeigen. Ist das so schwer zu verstehen oder was? Nein! Der kommt. Also, der muss jetzt einfach. Ich schaffe. Oh, ich darf diesem. Oh, was geht denn heute ab mit mir? Ich weiß ja nicht, was los ist hier. So. Und jetzt packt er mich wieder. Und jetzt, der macht mich einfach wirklich nur noch fertig. Five, mach dein Five nach geschafft. Ey, komm. Quäl mich doch nicht allzu sehr. Wenn, dann bringt es zu Ende. Was soll denn das? Lass mich doch nicht immer bloß so liegen. Nein! Nein! Und verloren! Das war peinlich. Das war peinlich. Aber man darf natürlich nicht bedenken, nach diesen ganzen Aktionen, die ihr an den Kopf bekommen habt, ihr erinnert euch an diese, an den einen Fall da, ne? Nee, Quatsch hier, wo er die Ringtruppe vor den Kopf geworfen hat, von Tim Wiese. Und dann auch die ganzen anderen Aktionen auf dem Kopf. Die ganzen Chairshots, ne, hier, der Basian Downs auf dem Schädel. Da muss man ja einfach ausgenockt sein, ne? Da muss man ja einfach ausgenockt sein. Oder wie darf ich das verstehen? Tim Wiese, der Arme. Da stellt sich natürlich die Frage, kann er jetzt in dieser Verfassung überhaupt noch irgendwann weiter wresteln? Oder kann er überhaupt noch mal weiter wresteln? Ich weiß es nicht ganz. Ich weiß es nicht ganz. Und nach dieser geschichtsträchtigen Niederlage, sagt es auch noch John Cena, ich hab's ja gesagt, der Titel gehört zu mir. Wie fühlt es sich an, versagt zu haben und vielleicht nie wieder eine Chance auf diesen Titel zu bekommen? Und diese Formulierung trifft es doch ganz gut, denn wie jetzt bekannt wurde aus ärztlichen Berichten, ist Tim Wiese nun leider nicht mehr in der Lage, ein weiteres Match hier in seiner Karriere bestreiten zu können. Denn
die letzten Share-Shots, beziehungsweise Share-Shots waren es ja nicht, die ganzen Schläge an den Kopf, die Ringtreppe an den Kopf, die ganzen Baseballschläge an den Kopf und die ganzen weiteren Aktionen in diesem brutalen Match, was wir gerade miterlebt haben, hier beim Last Man Standing Match, haben dazu geführt, dass Tim Wiese nicht weiter in der Verfassung sein kann. Oder ja, das ist gar nicht möglich, ein weiteres Match in der WWE zu bestreiten. Und somit muss ich leider Gottes dieses Let's Play beenden, nach 162 Folgen. Ich kann ja nichts dafür. Die Ärzte haben es entschieden. Sie wollten Tim Wiese nicht mehr die Erlaubnis geben, in den Ring zu steigen. Und somit heißt es nun auf Wiedersehen. Tim Wiese, es hat mich sehr gefreut. Schreibt doch alle in die Kommentare Hashtag Thank You Wiese. Und ich würde sagen, hiermit kann ich im Prinzip nur noch meine Karriere zurückziehen. Möchte ich jetzt aber hier nicht zeigen. Ich möchte euch die Credits laufen lassen und euch damit aus diesem Let's Play entlassen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Let's Play. Leider ein trauriges Ende, aber was will man machen gegen Gesundheit, ne? Was möchte man da machen? Wir gehen auf Optionen und auf Mitwirkende. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. 162 Folgen hat dieses Let's Play, das längste Let's Play an sich, wahrscheinlich von der Länge her und von der Partanzahl her. Was will man machen, ne? Was will man machen? Hashtag Thank You Wiese. Ich sage Tschüss. Bis dann. Ach nee, das war Xardas94, ne? ich hoffe, wir sehen uns bei einem weiteren Projekt wieder. Alles weitere hier auf meinem Kanal. Bis dann, euer Franz, Overzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüss. God damn, I feel my body die. God damn.